Hallo und ganz herzlich willkommen bei IDEA TV. Die Passionsspiele in Schwäbisch Gmünd sind nach rund 200 Jahren wieder auf die Bühne im christlichen Gästezentrum Württemberg Schönblick gebracht worden. Die Neuauflage mit insgesamt 5 Vorstellungen feierte am 24. März Premiere. Die Tradition der Passionsspiele sollte schon seit längerer Zeit in der Stadt wieder aufgelebt werden, so Regisseur Matthias Iden. Wenn man sich mit der Historie beschäftigt und dann im Zusammenhang mit Theater, dann lag es gar nicht weit auseinander. Und irgendwann ist hier die Entscheidung im Haus gefallen, ob wir da nicht mal rangehen wollen. Und ich habe das mit großer Begeisterung aufgenommen. Und so haben wir dann die Passionsspiele in den Angriff genommen. Der Regisseur hat bereits zahlreiche Volksschauspiele inszeniert. Auch für die Passionsspiele bot sich ein Stück aus dem Volk für das Volk an so Iden. Auf der Bühne standen rund 100 Darsteller, die meisten von ihnen Laienschauspieler. Die Hauptrollen wurden allerdings mit Berufsschauspielern besetzt. Die Rolle des Jesus spielte Danny Lennertz. Für mich ist die Rolle so die größte Rolle, die ich spielen kann oder wo ich genau das in diese Rolle reinlegen kann, warum ich Schauspieler geworden bin. Also eine ganz tiefe Emotion. Also ich bin einer, der Theater geht, ins Theater geht, Fernseh schaut, Tränen weint, Gänsehaut kriegt, lacht. Und genau das kann ich mit dieser Rolle in einer ganz tiefen Intensität, so wie bei anderen Rollen vorher noch nicht gewesen, darstellen. Friederike Schöll dagegen stand für die Rolle der Maria Magdalena das erste Mal auf der Bühne. Sie ist Mitglied der evangelischen Gemeinde Schönblick und singt hin und wieder im Gottesdienst. Es ist beeindruckend, ein Teil davon zu sein. Und mir ist vor allen Dingen bewusst, wie wichtig es ist und wie viel Verantwortung dahinter steckt, dass die Message zu transportieren, die die Passionsspiele einfach transportieren wollen, dass wir das den Menschen ins Herz spielen wollen, die wichtigste Geschichte der Menschheit überhaupt, die Auferstehung Jesu. Und da ein Teil von sein zu dürfen, ist für mich eine große Ehre. Die Christin hat durch das Mitwirken nicht nur sich selbst neu kennengelernt, sondern auch ihren Glauben. Durch diese Auseinandersetzung mit der Rolle ist mein Glaube zutiefst vertieft worden. Ich bin auf eine emotionale Reise gegangen, die noch lange nicht zu Ende ist, und habe ein Verständnis und einen emotionalen Zugang dazu bekommen, der absolut unbeschreiblich ist. Mit moderner Sprache, Gesang und Orchesterbegleitung sind die Passionsspiele 2023 ein großer Erfolg geworden. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss, machen Sie es gut.